und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine super leckere Focaccia und das wird richtiges Comfort Food. Ich möchte euch zeigen, wie ihr ganz schnell etwas zubereiten könnt mit halbfertigen Sachen, die man dann aufpimpen kann, damit das Ganze gesund wird, wenn man dann wirklich keine Zeit hat zu kochen, aber sich trotzdem gesund ernähren möchte oder auch mal einfach keine Lust hat, aber trotzdem etwas Gesundes auf dem Tisch zaubern möchte. Dafür ist es ideal und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich mache heute eine Focaccia mit Spinat und Champignons. Das persönlich liebe ich sehr und ich verwende jetzt absichtlich keinen Teig, den ich extra selber mache und so weiter, denn ab und zu habe ich auch keine Zeit oder keine Lust, nochmal einen Teig zu machen, zu warten, bis der Hefeteig geht und so weiter. Das muss einfach schnell sein und dann bin ich zufrieden, wenn ich einen Teil fertig kaufen kann und ich weiß, das ist eine Ausnahme, ich gönne mir das jetzt und trotzdem weiß ich, der Belag, den entscheide ich und ich mache den so gesund wie möglich und so, dass es mir schmeckt und ich muss nicht auf die ganz fertigen Produkte im Tiefkühler ausweichen oder auf die zurückgreifen und da weiß ich ja, dass da wirklich nicht so wirklich viele tolle Sachen drin sind und das nicht so gesund ist und der Belag meistens auch sehr, sehr sparsam ist. Deshalb finde ich das voll in Ordnung, wenn man ab und zu mal sich das gönnt, dass man nicht immer alles selber machen muss. Und dafür habe ich jetzt hier eben einen Focaccia-Teig fertig gekauft. Die sind super lecker und darf man ruhig sich einmal gönnen. Und was hier auch noch cool ist, der ist auch vegan zum Beispiel, ist ja ein ganz normaler Hefeteig. Also wenn das nicht angeschrieben ist, direkt auf der Verpackung, lest einfach die Zutatenliste und dann wisst ihr ja ganz schnell, ob das vegan ist oder nicht. So, das werde ich jetzt hier erst einmal ausräumen und gebe auf mein Backblech. So, jetzt steche ich den ganzen Teig erstmal mit der Gabel ein. So, das reicht schon. Und jetzt habe ich hier auch ein paar Produkte, wo ich persönlich sehr gut finde und immer mal wieder kaufe. Das habe ich dann auf Vorrat und ich weiß, ich muss nicht das extra wieder zubereiten und ich finde es völlig in Ordnung, wenn man das auch mal so macht. Vor allem, wenn man nicht eine Riesenfamilie zum Beispiel hat und für sich selber kochen muss oder nur für wenig Leute, dann finde ich das auch eine super, super Idee und es ist super schnell gemacht. Zum einen habe ich jetzt hier fertigen Hummus gekauft. Der ist mittlerweile auch schon vegan, steht angeschrieben, könnt ihr mal nachschauen. Dann habe ich hier Tiefkühlblattspinat gewählt. Das habe ich immer im Tiefkühler und dann weiß ich, ich kann es am Abend rausnehmen, in den Kühlschrank stellen und dort auftauen lassen oder auch in der Mikrowelle natürlich oder in der Bratpfanne. Das ist auch gar kein Problem. Dann habe ich hier ein paar frische Champignons. Die liebe ich einfach frisch. Da würde ich niemals die aus der Dose nehmen. Die schmecken mich überhaupt nicht, finde ich. Deshalb nehme ich die sehr gerne immer, immer frisch. Dann gebe ich noch ein bisschen Zwiebeln, da habe ich jetzt einfach Zwiebeln klein gehackt und für einen guten Geschmack, wer mag, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch noch Knoblauch verwenden, was auch sehr gut geht, wenn man keine frische Zwiebel zu Hause hat, Knoblauchpulver oder Zwiebelpulver, auch perfekt, kann man auch mal machen, gar kein Problem. Dann gebe ich ein bisschen Pfeffer, dann noch ein bisschen Schwarzkümmel, das finde ich auch immer super, super lecker bei solchen Rezepten. Dann möchte ich das Ganze ein bisschen proteinreich gestalten, deshalb greife ich auch eben auf den Hummus zurück und mache jetzt nicht irgendwie nur Öl drauf oder so, sondern meine Grundlage wird jetzt Hummus sein, damit es noch ein bisschen Proteine gibt. Dazu habe ich dann noch hier ein bisschen Hanfsamen, womit ich das Ganze dekorieren werde. Das schmeckt so leicht nussig, ist auch sehr proteinreich. Nur natürlich, so viel würde man natürlich nicht davon essen, dass das jetzt mega Proteine gibt. Das ist jetzt wirklich für den Geschmack und ist sehr gesund. Und zudem, dass noch ein bisschen Crunch hinzukommt, gebe ich noch ein bisschen Buchweizen dazu, den ganzen Buchweizen hier. Der ist auch richtig lecker, schmeckt ein bisschen nussig, kann man oben drüber geben, gibt eben Crunch, ist richtig lecker und außerdem hat es auch noch Eiweiß. So, und jetzt geht das Ganze super einfach. Wer ein bisschen mehr Röstaromen sozusagen drin haben möchte, der kann zum Beispiel auch den Spinat in der Pfanne auftauen, ein bisschen die Zwiebeln andünsten, also das Ganze ein bisschen andünsten und dran dann auf diesen Teig verteilen. Aber weil ich es wirklich jetzt einfach machen möchte und euch zeigen möchte, wie schnell und einfach ihr euch einfach ein leckeres Abendessen oder Mittagessen zubereiten könnt, mache ich das jetzt wirklich auf diese Variante, dass es wirklich schnell geht. So, als erstes bestreiche ich jetzt den Teig mit ein bisschen Hummus.
So, jetzt gebe ich hier meinen aufgetauten Spinat drüber und den habe ich auch ein bisschen ausgewrinkt, damit ich nicht so viel Feuchtigkeit auf den Teig bringe. Dann gebe ich ein bisschen von den Zwiebeln oben drauf, das ist natürlich optional, falls ihr es nicht gern habt, einfach weglassen. Und jetzt ein paar von den Champignons und da ist es wirklich so, auch wenn das jetzt viel aussieht und groß und so weiter, die schrumpfen ja extrem immer zusammen, bis auf die Hälfte immer, würde ich sagen, dann ist fast nichts mehr drauf, deshalb könnt ihr mit Champignons immer recht großzügig sein. So, ich habe es jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen übertrieben, aber wirklich, das schrumpft und ich liebe Champignons über alles und deshalb kein Problem, das wird schon funktionieren. Jetzt würze ich das Ganze, jetzt gebe ich ein bisschen Pfeffer drüber. Dann ein bisschen von dem Schwarzkümmel. Dann von den Hanfsamen. Und vom leckeren Buchweizen. So, und so ist das Ganze schon fertig. Ich würde sagen, sieht doch schon mal gut aus und gesund. Jetzt wandert das Ganze in den Backofen und dann orientiert ihr euch einfach mal am Auge. Und zwar, wenn es gut aussieht, kommt es einfach raus. Auf der Verpackung steht ja auch immer drauf, wie die Angabe ist, wie viele Minuten und so weiter. Da schaut ihr am besten bei dem Teig nach, den ihr gekauft habt. Aber eben einfach immer dabei bleiben und ein bisschen aufpassen. So, und nach wenigen Minuten ist das Ganze schon fertig gebacken. Jetzt würze ich noch ein bisschen nach. Das ist ganz wichtig, dass ihr das nach dem Backen drauf gibt und nicht davor. Und zwar habe ich jetzt hier noch ein bisschen Hefeflocken. Die bringen ein bisschen Würze mit rein und so ein bisschen einen käsigen Geschmack. Das kommt jetzt ein bisschen davon oben drauf. Und ich habe ja noch gar kein Salz reingegeben. Entweder ihr hättet es vorher salzen können, zum Beispiel bei der Spinatlage würde es sich sehr gut eignen. Oder ihr könnt Kalanamak-Salz verwenden. Das ist so ein Schwarzsalz und das schmeckt ein bisschen schweblig, also ein bisschen nach Eigeschmack. Und das finde ich auch noch super lecker. Und da ist es eben auch wichtig, das kurz vor dem Verzehr drauf zu geben, dass ihr diesen Geschmack habt. Und wirklich ganz sparsam verwenden, nur ein bisschen. So, ich würde sagen, so ist unsere Focaccia doch perfekt, richtig gesund. Ein Teil fertig, ein Teil selbst gemacht. Es duftet hier drin herrlich. Es erinnert mich total an Herbst. Ist jetzt perfekt für die kalte Jahreszeit und ich freue mich schon riesig darauf, die aufzuessen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Nicht vergessen, die Glocke anzuklicken, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online ist. Und wie immer freue ich mich riesig über euer Feedback hier auf YouTube, auf meinem Blog oder auch auf Instagram. Besonders auch über Fotos, die ihr mir schickt. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich riesig. Ich bin gespannt, ob ihr das auch ausprobieren möchtet. Was haltet ihr übrigens davon? Ein paar so schnelle Rezepte. Und die auch nicht immer alles selbst gemacht sein muss, findet ihr das auch in Ordnung? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ich habe eben von euch gehört, ihr wünscht euch ein bisschen mehr deftige Sachen, nicht nur so viele süße Sachen. Und deshalb habe ich gedacht, das ist doch mal eine gute Idee für alle, die manchmal nicht so viel Lust haben zu kochen oder auch nicht so viel Zeit dafür haben und trotzdem etwas Gesundes zaubern möchten. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.